Vorerst beschäftigen wir uns mit dem Vokal A. Das A wird in vielen Fällen im Deutschen gedämpft. Fast, hat, Vertrag, Tag und so weiter. Im Italienischen muss es hell und rein gesprochen werden, also den Mund öffnen. Wienerische Eleganz oder dialektale Einflüsse bitte weglassen. La mamma lavava la ragazza malata. La mamma fa la salsa salata. La salsa l'ha fatta la mamma. Papà fa la pappa. La pappa l'ha fatta papà. La mamma amava Barbara. Zur nächsten Folie. Unterscheiden Sie auch ganz deutlich und klar die Partizip-Perfekt-Endungen. Machen Sie keine Silbenverkürzung, kein Hüpfen, was vor allem in bestimmten Regionen wie Oberösterreich und Obersteiermark üblich ist. Wenn Sie sich an so Sachen erinnern wie Pfiatti, Christi und dieses Hüpfen im Sprechen, dass Sie Silben verkürzen, ohne dass das gewollt wäre, das ist ganz schlecht für die Partizip-Perfekt-Endungen, also die Endungen im Mittelwort der Vergangenheit. Malata, nicht malata, portata, mandata, raccontata, dass Sie das A kürzen, denn in dem Moment, wo Sie das A kürzen, klingt das im Deutschen wie ein Doppelkonsonant. Also ganz gleich lange Silben. Malata, malata, portata, mandata, raccontata, perduto, creduto, saputo, bevuto, sentito, partito, finito, capito. Nicht sentito, partito, finito, capito, ja, sondern ganz gleich lange Silben. Sentito, partito, finito, capito. Es ist nicht schwierig, man muss nur daran denken, es auch zu tun. Das nächste, auf der nächsten Folie, ist etwas komplizierter. Es ist zwar auch nur darauf zu achten, denn können tun Sie das allemal, aber es ist einfach das Deutsche so im Vordergrund, dass man sehr leicht wieder hineinfällt in dieses Muster. Wir haben schon einmal, nämlich im Modul 2, wo es um die Artikulierung des Zungenspitzen R gegangen ist, davon gesprochen, wie wichtig die genaue Aussprache von den Lautverbindungen ER, OR, UR und IR ist. Dass Sie also die Vokale vor diesem R immer ganz genau im Vokalbett belassen, bis Sie das R sprechen und nicht einen Überganglaut produzieren, um zu diesem R womöglich noch zu einem Zäpfchen-R zu kommen, aufzureißen. Am besten Sie hören sich das einmal an und versuchen das dann nachzusprechen. Ganz, ganz klar nachsprechen. Sentire, vedere, per favore, muro. In dem Moment, wo ich ein Zungenspitzen-R spreche und das auch wirklich ausspreche, ergibt sich das Problem gar nicht mehr. Wenn Sie das Zungenspitzen-R noch nicht gut können, dann könnten Sie hier einen Ersatzlaut einsetzen. Sentire, vedere, per favore, muro. Dann haben Sie zumindest einmal den Vokal davor richtig ausgesprochen und mit der Zeit wird auch das Zungenspitzen-R klingen und dann haben Sie ein perfektes Italienisch. Auguri, morire, venire, furia. Ferrari, forte, virtù, lurido. Wenn Sie zwischendurch merken, das wird schwierig, dann versuchen Sie eine kleine Pause, eine Zäsur zu machen zwischen dem Vokal und dem R. Senti, also ganz genau im Vokalbett belassen, senti, und dann das Re neu zu artikulieren. Sentire, auguri, ferrari.
vedere, morire, forte, venire. Und dann, mit der Zeit werden Sie sehen, dass das immer leichter geht, dass Sie sich daran gewöhnen, dass dieses Vokalbett reinbleiben muss. Sentire, vedere, per favore, muro, auguri, morire, venire, furia, Ferrari, forte, virtù, lurido. Auf der nächsten Folie geht es jetzt um den Öffnungsgrad der Vokale E und O. Wir beschäftigen uns zuerst kurz mit E. Geschlossenes E, offenes E. Was heißt das? Wenn Sie ein I artikulieren, ein ganz normales I, und dann schon langsam den Mund aufmachen zu einem E, dann noch etwas weiter aufmachen zu einem Ä, dann werden Sie, wenn Sie den Mund weiter öffnen, schließlich bei einem A landen. Yeah. Und das erste E ist ein geschlossenes E und das E knapp vor dem A ist dann das offene E. Warum ist das so wichtig im Italienischen? Wir haben schon einmal gehört, es gibt einen Bedeutungsunterschied. Ob ich pesca sage, pesca, dann heißt das Fischfang, oder ob ich mir eine pesca kaufe, das wäre ein Pfirsich. In diesem Fall, im Kontext, werden sich keine Probleme ergeben, aber es klingt komisch, wenn Sie am Obststand eine Pesca verlangen und eigentlich einen Pfirsich mögen wollen und keinen, nicht Fische kaufen wollen. Er versteht schon, was Sie meinen, aber es ist irritierend. Bekannt ist es zwar zumindest von der Theorie her, dass der Unterschied zwischen E und Ä den Unterschied zwischen und er, sie, es, ist ausmacht. E geschlossen für und Ä offen für ist, wobei das Ä noch durch den Akzent gekennzeichnet ist, um auch im Schriftbild das gleich auseinander zu kennen. Immer geschlossenes E haben wir in den Imperfektendungen, wenn Sie sich erinnern, da ist die Abfolge Evo, Evi, Eva, Evamo, Evate und Evano, also Volevo, Volevi, Voleva, Volevamo, Volevate, Volevano, wobei das Volevamo nicht relevant ist in dem Zusammenhang, weil dort das E nicht betont ist. Sehr wohl aber in Volevo, Volevi, Voleva und in Volevano. Das offene E haben Sie dann in allen IE-Verbindungen, Vieni, Siena und auch in den Verbindungen mit EI. Lei, Kolei, und das muss man dann einfach öfter üben. Zum O, auch hier haben wir geschlossenes O und offenes O. Prinzip funktioniert das ähnlich wie beim E, Sie gehen aber deshalb mal nicht vom I aus, sondern vom U. U, O, O, A. Von rodere, nagen, an nagen, gibt es das Partizip Perfekt rosa, rosa, geschlossenes O, wohingegen die Blume la rosa ein offenes O hat. Dann haben wir das O, unser oder, O, aufpassen bitte, gegenüber dem O, offenes O, die Form von avere, ich habe, O, 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 O. Achten Sie, wenn Sie das nachmachen, wie sich Ihre Mundstellung, die Lippenstellung ändert. O, O. Die Endungen Ione und Oso sind immer geschlossen, das O. Wohingegen die endbetonten Os immer offen zu sprechen sind. Gekennzeichnet ist das durch einen Akzent und es geht meistens um die erste Person Singular Futurum, beziehungsweise dritte Person, Singular, Passato, Remoto. Porterò, portò. Canterò, cantò. Ebenfalls offen sind immer
die O's nach U. Suolo, nuovo, cuore, wenn nach diesem O noch ein Konsonant folgt.